Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung. Der Titel wird Sie nicht verwundern, deswegen kommen Sie heute her. Ja, vielleicht, bevor wir mit den Inhalten beginnen, zwei, drei Sätze zu den hier handelnden Personen. Mein Name ist Rainer Jurowski. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Vertreter am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Düsseldorf, die Lehrgebiete Steuerlehre und Prüfung, Wirtschaftsprüfung. Der Kollege stellt sich gleich selber vor, am besten sofort jetzt, würde ich Ja, dann mache ich sagen. das jetzt gerne. Mein Name ist Hans-Dieter Fiedmeier. Ich habe was gemeinsam mit Herrn Professor Jurowski, ebenfalls Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, tätig in eigener Kanzlei in Dienstlagen, also nicht ganz so weit entfernt hier von Düsseldorf und bin heute hier in meiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Steuerberaterverbandes und versuche den Part zu übernehmen, den unsere Kollegen und Kolleginnen, also Steuerberater, Steuerberaterinnen in Kanzleien hier gerne wiederfinden würden mit Ihren Fragestellungen, Problemstellungen und vielleicht auch ein bisschen Input zu geben. Aber herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Das machen wir Gerne, gerne. gerne. Ja, ich schaue mal ins Auditorium. Es gibt wenig Schnittmengen zu der Veranstaltung von eben. Deswegen vielleicht nur zwei Sätze zu dem Themenblock, der zuvor besprochen worden war. Es ging dort um einen dualen Studiengang Bachelor Taxation, der also kombiniert die Steuerfachangestelltenausbildung mit einem Bachelorstudium. Ich sage das deswegen, weil im Prinzip das, was jetzt hier vorgestellt werden soll, Ihnen im Grunde diese Entwicklung fortsetzt. Das heißt also, so wie wir in dem Bachelor-Programm praktisch kombiniert haben, eine betriebliche Ausbildung zum Steuerfachangestellten mit einem Hochschulstudium, so soll es jetzt hier weitergehen mit einer Kombination der Steuerberater Ausbildung Schrägstrich Vorbereitung, die der Verband seit vielen Jahren erfolgreich anbietet mit einem Masterstudium. Und ich denke, es werden am Ende eine doch größere Anzahl der Teilnehmer aus dem Bachelor sein, die dann auch in dieses Masterprogramm reinwachsen sozusagen, wobei wir natürlich auch gerne Teilnehmer von außen dazu nehmen, also es ist nicht zwingend, aber das ist sozusagen die logische Fortsetzung. Das heißt also, wir haben hier im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften seit ja, 1970 praktisch auch einen Fokus immer gehabt auf den Bereich Steuern und Prüfung, haben viele Absolventen in dem Bereich entlassen hier, also die Studien beendet, insofern entlassen. Und viele von denen sind natürlich auch mittlerweile Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin. Insofern setzen wir also das fort im Grunde genommen, was wir da schon allgemein begonnen haben. Ja, zu der Agenda brauchen wir uns nicht sklavisch dran zu halten. Also Sie haben gesehen, es wird am Ende auch eine Fragerunde geben. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, praktisch weltweit um den Globus geschickt. Also es kann auch sein, dass dann eben über den Chat Fragen reinkommen. Aber Sie sind natürlich gerne aufgefordert, auch Fragen zu stellen, auch während der Veranstaltung oder am Ende dann konzentriert in dieser offenen Fragerunde. Vielleicht ein paar Sätze zu der Hochschule Düsseldorf. Das hatten wir eben in der Bachelor-Runde auch schon gemacht, aber weil wir neue Teilnehmer dran sind, lassen Sie mich da vielleicht ein paar Sätze zu sagen. Die Hochschule Düsseldorf ist eine der größten Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Wir sehen hier, das ist ein ganz neuer Campus, den wir im Grunde genommen im vergangenen Semester bezogen haben. Es werden noch Gebäude gebaut, das ist also alles noch nicht ganz fertig. Das bedeutet für unsere Hochschule schon einen Quantensprung. Das ist relativ selten, dass überhaupt natürlich ein ganzer Hochschulbau einer bestehenden Hochschule neu gebaut wird. Also insofern haben wir da momentan auch eine sehr gute Infrastruktur, was die ganze Gebäudearchitektur anbetrifft. Die Elektrik, die ganze Didaktik ist im Prinzip aktuell. Und das hat sicherlich auch ein bisschen als Katalysator gewirkt für das, was wir jetzt hier neu entwickelt haben an Studiengängen. Wir haben an der gesamten Hochschule ungefähr 10.000 Studierende derzeit in sieben Fachbereichen. Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, das ist der siebte Fachbereich hier, hat 1.500 Studierende derzeit, also ist einer der zweitgrößte, glaube ich, derzeit an der Hochschule. Und wie gesagt, wir bilden schon seit 1971, das war so lange vor meiner Zeit zumindest, in dem Bereich Steuern aus, haben immer hohe Teilnehmerzahlen gehabt, sodass wir also auch immer Verbindungen zu dem Verband und der Kammer gehabt haben, sei es über Prüfungsausschüsse und so weiter. Ein paar
Sätze zu dem Kooperationspartner, also in dem Bachelor-System, kooperieren wir im Grunde genommen noch mit einem Berufskolleg in der Berufsschulausbildung, dem Steuerberaterverband und dann der Hochschule. Dieser dritte Partner sozusagen, das Berufskolleg, fällt natürlich in diesem Nachfolgeprodukt, in dem Master weg, sodass es also dann nur noch in Anführungszeichen die Kooperationspartner Hochschule und Verband gibt. Und Ja. vielleicht könnten Sie, Herr Fied, mal ein paar Sätze zu dem Verband oder der Kammer sagen. Ja, das übernehme ich gerne. Herzlichen Dank. Also, Sie sehen jetzt zunächst einmal die Zahl 4000 Mitglieder, aber ich spanne den Bogen vielleicht noch mal ein bisschen weiter, um eine Standortbestimmung speziell hier für Düsseldorf zu machen. Also, schauen wir uns mal das Steuerberaterumfeld in Deutschland an. Und ich nehme mal die Zahl nicht ganz genau. Dann haben wir in Deutschland roundabout 90.000, gut 90.000 Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen davon ungefähr ein Viertel. Also geht so in Richtung 25.000 Steuerberater, Steuerberaterinnen, aber auch Gesellschaften. Das heißt, wir sind eigentlich hier schon so ziemlich der Kernbereich der Steuerberatung in ganz Deutschland. Und weil es eben so viele auf einer doch nicht ganz so großen Fläche sind, haben wir drei Kammerbereiche, die dann auch mit Verbänden durchsetzt sind. Und hier in Düsseldorf haben wir ungefähr gut 9000 Steuerberater, Beraterinnen und Gesellschaften. Davon sind knapp die Hälfte, nämlich 4000 Mitglieder circa, im Steuerberaterverband organisiert. Der Verband ist halt eine freiwillige Interessenvertretung, die viele Aufgaben wahrnehmen kann, die jetzt nicht, sag mal, rechtlich vorgegeben sind, aber wir übernehmen zum Beispiel hier seit auch, man kann fast sagen, ewigen Zeiten, ewig meine ich jetzt, es geht auf die 70er Jahre zurück, übernimmt der Verband für die Kammer den gesamten Bereich, sagen wir mal, der internen Ausbildung und Fortbildung. Und damit sind wir genau auch nachher am Ende, wenn wir diskutieren, in dem Bereich, ja, wie wird man Steuerberater, wie kann man begleitet werden, Steuerberater, Steuerberaterin zu werden. Und da gibt es eben sehr, sehr gute, sehr ausgewogene und sehr, ja, traditionell gut aufgebaute Kurse, die die jungen Leute dann begleiten, um ins Steuerberaterexamen zu kommen. Lass uns vielleicht erstmal dabei, Sie sehen auch das Spektrum, ist ja nicht nur die Steuerberatung, es ist auch das Prüfungswesen mit dabei. Und wir haben natürlich auch im Umfeld Leute, die stärker rechtlich orientiert sind, also Rechtsanwälte, auch Rechtsanwälte, die dann mehr oder weniger stark im Fachbereich Steuerrecht unterwegs sind. Vielen Dank. Ja, also das ist im Prinzip die Grundidee, Sie sehen schon. Wir haben also einerseits das Berufskolleg, das jetzt momentan dann in diesem System nicht beteiligt ist, aber auch den Verband mit seiner langen Ausbildungs- und Fortbildungstradition und unsere Hochschule. Und dann entstand irgendwann die Idee, dass man gesagt hat, naja, also wenn wir jetzt in dem Bereich des Bachelor schon das zusammen machen, um, sagen wir mal, diese Kräfte da zu bündeln, kann man das nicht auch noch logisch weiterentwickeln und sozusagen die Steuerberatervorbereitung und die Ausbildung zum Steuerberater qualifiziert mit einem Masterstudium kombinieren. Es gibt entsprechende Angebote auch schon auf dem Markt, wenige Angebote in unserer Region nicht sehr weit vertreten. Und wir haben uns ein paar Dinge überlegt, die da vielleicht besonders sein könnten und die würden wir Ihnen heute gerne, wie gesagt, mal im Überblick vorstellen. Vielleicht ein paar, ja, Kerndaten auf einen Blick. Es geht bei diesem Masterprogramm, das wir Ihnen hier vorstellen wollen, um einen weiterbildenden Master, der also fokussiert auf einer vorangegangenen Bachelorausbildung aufbaut. Es ist ein berufsbegleitender Master, das heißt, die Veranstaltungen finden weit überwiegend freitags und samstags statt. Hintergrund ist die Tatsache, dass Sie durch dieses Masterprogramm und der berufsbegleitenden Tätigkeit eben auch die notwendigen Praxiszeiten erlangen sollen, um eben in das Steuerberaterexamen gehen zu können. Das heißt, Sie sollen da keine Verzögerung haben. Die notwendigen Praxiszeiten sind also bei diesem berufsbegleitenden System integriert. Wir haben einen Master mit 5 Semester Regelstudienzeit und 120 Credits oder Credits, weiß nicht, wie weit Sie da jetzt in dem System zu Hause sind. Credits ist ja ein neues Maß der Arbeitsbelastung, der das sozusagen anzeigt, wie viel Zeit Sie in dieses System integrieren oder in diesen Studiengang integrieren müssen.
Wir haben das so geplant, dass bei uns ein Credit 25 Zeitstunden ausmacht. Das verteilt sich dann über, wie gesagt, diese 5 Semester. Es hat etwas mit der Akkreditierungsanforderung zu tun, dass eben diese Masterstudiengänge natürlich ein gewisses Substrat auch haben müssen, um dann eben sich auch Master nennen zu können. Der Studienbeginn ist geplant immer zum Wintersemester. Das heißt also das erste Mal dann im Wintersemester 2017/2018. So ist der Studienstart derzeit in der Planung. Und das Besondere, wie gesagt, ist, das wird Sie wahrscheinlich auch alle interessieren, deswegen sitzen Sie heute hier, dass in dieses Studium im Prinzip der Teilzeitlehrgang des Steuerberaterverbandes 1:1 integriert ist. Wir haben auch, müssen wir zugestehen, in der Vergangenheit schon andere Modelle versucht. Das heißt also, wir haben versucht, im Grunde genommen eine Kombination durchzuführen von, sag mal, privaten Repetitoren oder Vorbereitungskursen und Hochschulinhalten. Das ist immer, haben wir selber festgestellt, schwer zu kommunizieren, weil natürlich diejenigen Teilnehmer, die in ein Steuerberaterexamen gehen wollen, jetzt auch fokussiert auf dieses Steuerberaterexamen sind. Und wenn man natürlich jahrzehntelange Erfahrung im Repertorium hat, dann ist das Vertrauen natürlich auf diese Repetitoren, die bringen mich schon durchs Examen natürlich höher, als wenn man sagt, man ist Hochschule und hat im Prinzip einen hohen wissenschaftlichen Anspruch. Das wird zwar honoriert, ist aber natürlich nicht das, was die Teilnehmer in einem solchen System wollen. Deswegen haben wir also darauf geachtet, dass wir wirklich diese beiden Blöcke trennen. Ja, also der Kurs des Verbandes ist 1:1 in das Studium integriert. Die Hochschule mischt sich in diesen Kurs nicht ein, sondern der läuft so durch, wie sie das auch gemacht hätten, wenn sie nur den Vorbereitungskurs machen. Und die Hochschule baut darum herum im Grunde noch Module, die aus unserer Sicht wichtig sind für eine Tätigkeit als Steuerberaterin oder Steuerberater, diese Inhalte aber dann nicht vermittelt werden, weder im Kurs noch im Examen. Also beispielsweise allgemeine BWL oder Wirtschaftsrecht oder Volkswirtschaft. Das sind zwar immer Anhängsel auch der Prüfung. Sie werden vielleicht in der mündlichen Prüfung mal irgendwie eine VWL-Frage bekommen oder mal eine Frage zum Umwandlungsrecht. Aber das reicht auch aus meiner eigenen praktischen Erfahrung nicht aus, um danach qualifizierte Beratung anbieten zu können. Das heißt, die Grundidee ist, wir nehmen den Verbandskurs als Baukastensystem und bauen drumherum die fachlichen Inhalte, von denen wir meinen, dass sie notwendig sind, damit sie den Beruf ausüben können, die aber weder im Kurs, weil nicht examensrelevant, noch in der Prüfung eben enthalten sind. Die Präsenzveranstaltungen, ich hatte das schon gesagt, die Präsenzveranstaltungen sind überwiegend freitags und samstags. Die Planung für das erste Semester steht auch schon. Das heißt, wir haben schon die Dozenten des Verbandes und die Hochschuldozenten haben schon ihre Terminplanung abgegeben. Das ist im Grunde schon getaktet. Und Sie sehen, wir sind ja hier mittlerweile auch gut ausgestattet mit Technik. Das heißt also, wir haben auch schon in den anderen Studiengängen haben wir E-Learning-Elemente integriert. Das heißt, also wir machen teilweise die Vorlesungen dann nicht mehr in der Präsenzveranstaltung, sondern über Adobe Connect beispielsweise, wo auch jetzt gerade hier diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Dann können Sie also schön zu Hause am Sofa sitzen oder was immer Sie machen, wo es bequem ist und können sich die Veranstaltung anschauen. Sie müssen sich die natürlich anschauen. Also nicht sagen, ich kann mir das ja irgendwann mal aufzeichnen, sondern das ist dann schon natürlich notwendig, dass man das macht. Das verführt ein bisschen dazu, dass man sagt, naja gut, gibt es irgendeine Konserve, die gucke ich mir mal irgendwann an. Das dürfen Sie nicht machen. Aber es verhindert natürlich oder vermindert Transaktionszeiten. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit diesen E-Learning-Elementen und wollen die eigentlich auch sukzessive dann aufbauen. Auf- und ausbauen in den nächsten Semestern. Ja, was sind die Voraussetzungen, die Sie mitbringen, die formalen Voraussetzungen, die Sie mitbringen müssen, um jetzt hier dieses Studium beginnen zu können? Das ist relativ überschaubar, das sehen Sie hier. Es werden also keine spezifischen, sage ich mal, Credit Points in irgendwelchen Modulen erwartet, sondern es gibt im Prinzip nur zwei, nämlich Sie müssen einen wahrscheinlich in erster Linie wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss, einen Bachelorabschluss haben oder einen Diplomabschluss. Also die Diplomanden nehmen wir auch. Ja. Die werden ja heute nicht mehr examiniert mit dem Abschluss, aber wenn Sie also noch in dem alten System einen Diplomabschluss gemacht haben, dann können Sie gerne auch bei uns anfangen. Oder eben erst das juristische Staatsexamen beziehungsweise anerkannte ausländische Abschlüsse. Das heißt also, da müsste man im Einzelfall mal sehen,
gibt es bei uns im Prinzip eine Abteilung, die sich damit beschäftigt, ist jetzt dieser Abschluss einem deutschen Bachelor- oder Diplomabschluss vergleichbar. Das ist das eine. Und das zweite ist eine Anforderung, die sozusagen an diese weiterbildenden Masterstudiengänge von der Akkreditierungsagentur gestellt wird, also der Agentur, die dann letztlich diese Studiengänge auch zum Betrieb zulässt, sagen wir mal, eine Art TÜV für den Studiengang. Es bedarf einer einjährigen, einschlägigen Praxistätigkeit in diesem Bereich im Anschluss an ihr ersten Abschluss, also an den Bachelor- oder Diplomabschluss, weil wir, das ist eine Anforderung der Akkreditierungsagentur an diese Weiterbildungsstudiengänge. Das lässt sich nicht vermeiden, mit einer Ausnahme. Wir haben also dann gesagt, wenn wir einen Absolventen haben, der aus einem solchen dualen System kommt, der also einen dualen Bachelor gemacht hat, also beispielsweise unseren dualen Bachelor, dann hat der ja schon während dieses Bachelorstudiums ausreichend Praxis gesammelt und dann entfällt diese einjährige Praxiszeit. Sie können also dann im Prinzip sofort im Anschluss an den Bachelor mit ihrem Masterstudium beginnen. Ansonsten aber ist diese einjährige Praxiszeit erforderlich. Also man soll ja nicht nur auf die Zeit achten, ne? Das ist, ich denke, das ist schon wichtig. Also heute ist es so, dass natürlich alles möglichst effizient und schlank und schnell durchgeführt werden muss. Wenn man sieht, dass die Studienanfänger bei uns teilweise noch nicht volljährig sind, sich selber nicht einschreiben können und mit 21 dann schon Bachelor sind und auf die Mandanten auch losgelassen werden müssen, letztlich dann. Also es ist nicht das einzige Argument. Trotzdem würden wir Ihnen gerne mal auch zeigen, was, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte möglichst schnell zum Erfolg kommen, zum Ziel Steuerberaterin oder Steuerberater, was ist so auch die Zeitschiene? Das ist ja vielleicht auch eine wichtige Überlegung. Schauen Sie mal. Wenn Sie jetzt mal den normalen Weg gehen, das heißt also, Sie werden links irgendwo geboren, ja, das steht jetzt hier nicht drauf, dann gehen Sie zum Kindergarten, entdecken da Ihre Zahlenaffinität und sagen, ich will Steuerberaterin werden beispielsweise. Dann machen Sie irgendwann Abitur und dann fängt diese Grafik an. Ja, dann machen Sie also eine Ausbildung, weil Ihnen jemand gesagt hat, naja, nur Studium ist nicht, versuch erstmal sozusagen die Praxis zu lernen. Dann machen Sie eine Ausbildung, die geht dann über 2,5 Jahre, dann sind Sie Steuerfachangestellte, ja, dann sagen Sie, nee, das reicht mir jetzt nicht, jetzt gehe ich ins Studium. Was viele machen, also gerade das stellen wir in der Praxis auch fest, viele gute Auszubildende, das ist oft das Leid der Praxisinhaber, die sagen, die möchte ich gerne halten, aber die sind halt mit ihrer Ausbildung nicht zufrieden und sagen, ich habe da keine Perspektiven, ich sehe keine Perspektiven. Der Weg zum Steuerberater könnten Sie auch ohne Studium machen, dann müssen Sie 10 Jahre in der Praxis arbeiten, das heißt, das ist zu lang vielleicht für viele, dann machen Sie Steuerfachwirten oder so. Also viele gehen dann raus und gehen studieren und gehen dann vielleicht auch nicht wieder in den Beruf zurück und machen was ganz anderes. Deswegen ist das auch für die Arbeitgeber sicherlich ein gutes Modell, die Leute im Betrieb zu halten, ja, denen die Möglichkeit zu geben, also das, was wir dann vorhaben oder was wir machen, als Personalbindungssystem sozusagen. Also dann haben sie gesagt, ich studiere und gehen an eine Hochschule, machen einen Bachelor in Vollzeit, das dauert 3,5 Jahre. Dann fühlen Sie sich immer noch zu jung, um zu arbeiten und sagen, ich möchte noch einen Master machen. Dann studieren Sie einen Master mit 2 Jahren. Und dann haben Sie ja eine Regelstudienzeit zwischen Bachelor und Master von 5,5 Jahren. Dann brauchen Sie im Anschluss daran für Ihr Steuerberaterexamen eine Praxiszeit von 2 Jahren. Und dann arbeiten Sie die 2 Jahre idealerweise wieder in dem Betrieb, in dem Sie mal gelernt haben und machen dann Steuerberaterexamen und haben dann im Prinzip 10 Jahre gebraucht für dieses System. Also praktisch von der Wiege. Eine gewisse Bar kann man nicht sagen, aber also bis Sie dann sozusagen den Beratertitel haben, dauert das dann im Prinzip 10 Jahre. So. Jetzt könnte man versuchen, wenn man jetzt, wie gesagt, zeitlich das strecken will, muss man natürlich die Ausbildungssysteme ineinander fahren und muss das versuchen, parallel zu machen. Wenn Sie jetzt mal sehen, den linken Bereich, das ist sozusagen das Düsseldorfer Modell, sage ich mal, ja, hier das Düsseldorfer Modell, dann nicht das Wiesbadener Modell, sondern das Düsseldorfer Modell. Da wäre es so, dass Sie den eben schon angesprochenen dualen Bachelor bei uns absolvieren. Also innerhalb dieses dualen Bachelors machen Sie nach 2,5 Jahren Ihre Steuerfachangestelltenprüfung, sind Steuerfachangestellte und nach 4,5 Jahren sind Sie dann Bachelor, männlich, weiblich. Ne?
So, und dann würden Sie im Grunde genommen im Anschluss an diesen dualen Bachelor, berufsbegleitenden Bachelor, unseren berufsbegleitenden Master machen, der dauert 2,5 Jahre. Der grüne Bereich ist der Praxisbereich, das heißt, Sie arbeiten ja dann 3 Tage idealerweise in der Praxis, hätten dann im Grunde genommen in den 2,5 Jahren unseres berufsbegleitenden Masters, den wir heute also besprechen, innerhalb dieser 2 Jahre einer 3 Tagen Arbeitszeit erreichen Sie ja auch die notwendige Mindestvoraussetzung der Praxiszeit fürs Steuerberaterexamen, weil dieser Studiengang ja ein Studiengang ist von mehr als 8 Semestern Regelstudienzeit und dann brauchen Sie im Grunde genommen 2 Jahre Praxis, um zum Steuerberaterexamen zugelassen zu werden. Und diese Praxiszeit, die läuft parallel zu dem Masterstudium. Sie können also dann im Grunde, wenn das alles optimal durchläuft, können Sie nach 2,5 Jahren, dann sind Sie im Master Taxation und das werden Sie gleich sehen, im letzten Semester und im vorletzten Semester findet dann auch die Steuerberaterprüfung statt, sodass Sie also dann im Grunde das ganze System nach 7 Jahren abschließen und sind sozusagen alles, was Sie erreichen können. Ja, Sie sind also Steuerfachangestellte, Sie sind Bachelor-Absolventin, Sie sind Master-Absolventin und Sie sind auch noch Steuerberater. Da gibt es kaum noch was drüber eigentlich. Wenn ich das vielleicht Bitte, noch mal ein bitte, bisschen ergänzen darf, bitte. also ich finde das schön, Herr Professor Jurowski, dass Sie am Anfang das ganze Thema, auch die Schauspieler eingeleitet haben, mit dem Hinweis, Zeit ist nicht alles. Und da bin ich vollständig bei Ihnen. Also als Vater von 4 Kindern, die ich auch alle begleitet habe, in Ausbildung, in Studium, bis heute in die Berufe hinein, sehe ich auch sehr dahinter die Persönlichkeitsstruktur und den Werdegang eines Menschen. Wenn wir am Ende feststellen, dass Menschen immer älter werden, sehe ich eigentlich zumindest rein mathematisch keinen Anlass, warum wir am Anfang immer schneller werden sollen. Aber das jetzt mal am Rande. Wenn Sie auf Ihre, das heißt Hochschule und Verbands-Homepage gehen und schauen sich das Ganze mal an, dann sehen Sie ein Produkt, das nennt sich 3-in-1-Karriere, wo dieser duale Werdegang nochmal abgebildet ist. Und es gibt ein wunderschönes Bild. Da sehen Sie eine sportliche junge Dame. Die ist angeseilt und die steht vor einer Kletterwand. Und ich finde, so als Bild, was man fürs Leben braucht, finde ich dieses Bergsteigen, dieses Klettern, finde ich gut. Beim Master sprechen wir jetzt über den Gipfelsturm. Aber ich darf vielleicht noch einmal irgendwie aus der Ebene kommen und hochgehen. Das heißt, was mir wichtig ist, ist, das sieht jetzt, und das ist auch sehr tough und es ist straight. Dazwischen sind aber immer noch so Sicherheitspodeste eingebaut. Was wichtig ist, dass wenn Sie sich auf den Weg machen, diesen Gipfel zu erstürmen, sind Sie kein Free-Climber. Und ich würde Ihnen auch dringend abraten, wenn Sie nicht extrem talentiert sind und wenn Sie nicht extrem gut trainiert sind, sollte man Free-Climbing nicht machen. Sie sind bei uns, bei diesem ganzen System, und ich bleibe mal hier bei dem sehr schön genannten Düsseldorfer System, Sie sind immer angeschnallt und irgendjemand hat Sie im Griff. Das beginnt schon, wenn Sie sich bewerben. Und vielleicht Ihr Numerus Clausus nicht ausreicht, dann sind Sie nicht nix, sondern dann haben Sie einen Ausbildungsplatz. Werden Sie genommen im Studium als Dualer und auf dem Weg zum Bachelor kommen Störungen auf, persönliche Art, so spielt das Leben eben. Das läuft nicht immer geradeaus. Aber wenn es nicht geradeaus läuft, fallen Sie nicht nach unten oder wie würde man sagen beim Wer wird Millionär, Sie fallen nicht auf null runter, sondern rasten irgendwie bei 16.000 Euro ein. Ne? Das heißt, Sie sind dann ausgebildet. Sollten Sie dann den Bachelor haben und sich auf den Weg zum Master machen, und auch dort könnten Störungen aufkommen, weil das Leben eben so ist. Wir wissen das auch. Also wir haben Glück gehabt und waren vielleicht auch fleißig und die Umstände waren dementsprechend. Aber nicht bei jedem ist es so. Dann rutschen Sie nicht ab, sondern dann haben Sie eine ganz tolle Ausbildung und auch eine Anerkennung und das Ganze ständig für Sie persönlich verprobt. Anhand der Praxis, wo Sie feststellen, das ist mein Ding oder eben auch nicht. Aber ich glaube, diese permanente Rückversicherung, dass Sie auf dem Weg sind und wenn es mal nicht ganz so kommt, wie Sie wollen, aber sprechen wir jetzt mal nachher wieder über den Gipfelsturm, wo wir Sie ja auch begleiten wollen, auch als, also nicht nur als Institutionen, sondern auch als Kollegen, die Sie gerne an die Hand nehmen und für Sie da sind und uns wünschen, dass Sie Kollegen werden. Das muss man ja ganz klar sagen. Sind Sie auf einem Weg, der verhältnismäßig, der zwar steil ist, der auch anstrengend ist, aber Sie sind immer abgesichert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und was Sie auch richtig angesprochen haben,
Es geht auch um die Charaktereigenschaften, dass aus ihnen eine Persönlichkeit, Persönlichkeiten werden, die irgendwann mal vor Mandanten sitzen, die gefragt werden und die eine Meinung vertreten müssen. Und die darf dann auch ihre sein, die ihrem Charakter entspricht. Und das ist für mich mal ganz wichtig. Das habe ich auch mal mir erlaubt zu sagen, wie ich geprägt bin, nämlich als Vater von Kindern, die das immer begleitet haben, der sehr viel ausgebildet hat und so einen leicht, ich sag mal, väterlichen Ansatz da auch immer ganz gut findet. Aber jetzt mal zurück zu unserem Ja, das ist, also, es Gipfelsturm. ist, wie gesagt, ist mir wichtig. Deswegen diese Folie ist im Grunde natürlich ein bisschen stromlinienförmig gemacht. Ne? Natürlich heißt das nicht, dass das alles so funktioniert. Es kann auch sein, dass Sie das Examen nicht im ersten, das Schreibfachexamen nicht im ersten Anlauf schaffen. Dann wissen Sie, dann müssen Sie das nochmal oder können Sie das nochmal machen. Das ist aber oft der Wunsch, der ist auch, oder meine Erfahrung von den Studierenden, die wir so in den Studiengängen an uns herangetragen bekommen. Ne? Die fragen dann, ja, ich möchte aber dann und dann Steuerberaterexamen schreiben, dann ist die Klausur immer am ersten Dienstag im Oktober, glaube ich, das ist noch so. Und dann darf das Zeugnis aber, muss am 30.09. ausgestellt sein, weil halt der frühestmögliche Zeitpunkt dann auch gewählt werden soll, um dann das Examen zu schreiben. Ich bremse dann auch immer so ein bisschen und da sagte mir neulich auch mal eine Studentin, sagte dann, ja, aber ich verliere doch dann ein Jahr. Dann sage ich, ja, dann verlieren Sie halt ein Jahr. Dann haben Sie halt ein Jahr eben charakterliche Reife oder vielleicht lernen Sie den Traummann kennen, was auch immer. Ja, aber sie sagte, da schlägt natürlich wieder der Betriebswirt durch, aber dieses Jahr fehlt mir ja einkommensmäßig nicht am Anfang, das fehlt mir ja am Ende. Ja, hat sie nicht Unrecht. Das heißt also, wenn sie das jetzt abzinst, dann hat sie natürlich einen Barwert, den sie dann verliert. Also das ist betriebswirtschaftlich gedacht, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das sollte nicht alles Aber Sie sein. wissen, dass ich auch das Versorgungswerk vertrete. Also wir machen auch eine gute Rente aus Ihren Beiträgen. Gut, also das wäre sozusagen das Optimalmodell, wenn Sie jetzt nicht unseren dualen, wenn Sie nicht unseren dualen Bachelor studiert haben, dann wäre sozusagen dieses integrierte Modell hier, dieses Halb-Düsseldorfer Modell. Vielleicht kommen Sie aus anderen rheinischen Stadt und haben dort Ihren Bachelor gemacht, Ihren Vollzeit-Bachelor. Dann können Sie nicht sofort anfangen, dann brauchen Sie halt dieses eine Jahr Praxis in einer einschlägigen Praxis. Das wird üblicherweise ein Steuerberatungsunternehmen sein oder ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wie auch immer, also eine einschlägige Praxis, machen dann unseren berufsbegleitenden Master über die 2,5 Jahre im Idealfall und haben da die Praxis auch parallel. Das ist das gleiche wie hier. Also der Unterschied ist ja nur, dass diese Praxis vorgeschaltet sein muss auch, die muss vorgeschaltet sein. Warum? Weil Sie, wenn Sie hier den Vollzeit-Bachelor gemacht haben, mit einer Regelstudienzeit von in der Regel 3,5 Jahren, also 7 Semester, dann brauchen Sie fürs Steuerberaterexamen ja 3 Jahre Praxis. Und dann reicht das 2,5-jährige Studium nicht aus, um die Praxiszeit zu bekommen. Sie müssen also mindestens rein rechnerisch ein halbes Jahr dazwischen schalten und von der Akkreditierungsagentur in so einem Fall dann eben vorgesehen ein Jahr. Ja? Deswegen also im Grunde hier dieses Halb-Düsseldorf-Modell. In der Summe kommt das auf die gleiche Anzahl. Auch da haben Sie also die Inhalte zusammengeschoben, aber Sie haben eben dann ein Volljahr Praxis dazwischen geschoben. Die Frage ist so ein bisschen natürlich, welche Unternehmen machen das? Gibt es Arbeitgeber, die jetzt jemanden sozusagen hier in dem ganzen Modell 7 Jahre auf Teilzeit beschäftigen? Also ich habe vor 25 Jahren angefangen in der Branche, da muss man sagen, wäre das undenkbar gewesen. Ja, wenn ich angefangen hätte zu sagen, ich würde gerne Teilzeit arbeiten, dann hätte man mir gesagt, schön. Aber nicht bei uns. Das ist heute ganz anders. Also ich höre das von selber aus der Praxis, dass in Bewerbungsgesprächen ganz klar gesagt wird, ich möchte noch einen Master machen oder ich möchte aus verschiedensten Gründen Teilzeit arbeiten. Die Unternehmen sind das gewöhnt und zunehmend gewöhnt. Sie können ja gar nicht anders, weil der Bewerbermarkt im Bereich Steuern ist derzeit sehr bewerberfreundlich. Also die Branche sucht ja händeringend nach guten Absolventen. Und wenn man so einen guten Absolventen hat oder einen hoffnungsvollen Studierenden hat, dann sind viele, die früher gesagt haben, das kommt überhaupt nicht in Frage, entweder gezwungen oder auch mittlerweile gerne bereit, diesen Weg zu gehen. Ja, also ich glaube, in vielen, auch kleineren Kanzleien gibt es mittlerweile schon solche dualen Systeme. Der Verband hat auch dankenswerterweise hier so eine Art Partnerbörse ins Leben gerufen. Ja, also da können Sie dann im Prinzip fragen nach, gibt es einen Arbeitgeber, der Teilzeit sucht? Und die Arbeitgeber können sagen, ich suche speziell vielleicht einen Teilzeitstudierenden, weil ich mir davon erhoffe, dass der vielleicht besonders leistungsfähig oder
besonders zielstrebig und engagiert ist. Darf ich vielleicht auch noch mal Bitte. etwas beisteuern? Also, es sind ja auch manchmal die Fälle, die aus der Praxis heraus, aus der einzelnen Kanzlei herauskommen. Da sind nämlich eben die begabten junge Leute, die in der Ausbildung schon sind und die den Betrieb gut kennen und die wir auch relativ gut kennen. Also, ich bin selber ein Vertreter einer Kanzlei, die das schon gemacht haben, selbst gestrickt, so würde ich das mal ausdrücken, als es leider diese Modelle noch nicht gab. Da haben wir uns als Kanzlei auf die jungen Leute eingestellt. Und wenn die gut genug waren, dann wäre es also wirklich sehr, sehr nicht nur unökonomisch, sondern auch geradezu dumm, wenn man nicht versuchen würde, diese jungen Leute zu fördern und auf eine Art und Weise zu fördern, die ihnen gut tut, die aber uns als Kanzlei auch gut tut. Das ist wirklich die typische, aber nicht so häufig anzutreffende Win-Win-Situation. Das heißt, wenn man sich darauf einstellt, und das würde man ja, wenn man ein solches durchdachtes Modell anginge, würde man ja tun, und man schafft sich jemanden, der sicherlich für die Kanzleiinhaber, die ein ganz klein bisschen mehr Weitblick nach vorne haben, die auch mal dran denken, wie wachsen wir vielleicht, wen müssen wir auf Dauer einbinden und dass wir wirklich die jungen Leute, die wirklich unsere Kanzleien so gut kennen wie kein anderer, die auch wissen, wie wir ticken, wie wir untereinander miteinander umgehen und zusammenarbeiten, wenn man die nicht auf Dauer integrieren würde und würde die dann eines Tages in partnerschaftliche Positionen bringen. Ich glaube, da tun wir beiden Seiten was Gutes. Sehe ich auch so. Also ich habe hier eine Frage aus dem Chat über die Integration von aktuellen Entwicklungen. Ich würde das aber gleich vielleicht anhand des Curriculums dann beantworten. Da passt das vielleicht ganz gut rein. Ja, hier sehen Sie mal sozusagen eine schematische Übersicht, wie das jetzt in der ersten Kohorte sozusagen, so nennt man das heute, also der erste Aufschlag des Studiengangs zeitlich ablaufen soll. Das heißt, der Studiengang soll anfangen zum Wintersemester 17, 18, also im Grunde im September, Oktober diesen Jahres, geht dann im Prinzip über die 5 Semester und endet dann im Wintersemester 19, 20, so Gott will. Ja. Das heißt, im Grunde genommen in diesem Zeitraum sind Sie Studierende dieser Hochschule. Der Teilzeitlehrgang, der Vorbereitungslehrgang zum Steuerberaterexamen des Verbandes, der beginnt im Mai jeweils des Folgejahres. Das heißt, der beginnt hier im Mai 2018, also praktisch im zweiten Semester. Das heißt, das erste Semester ist ein reines Hochschulsemester. Da haben Sie mit dem Verbandslehrgang noch nichts zu tun. Da werden also diese eben besprochenen Inhalte vorgeschaltet, die wir aus unserer Sicht Ihnen vermitteln müssen, die aber nicht unmittelbar examensrelevant sind, also Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht und so weiter. Dann beginnt der Teilzeitlehrgang, geht mit der Klausurtrainingsphase dann durch bis zum Februar 2020. Ja, bis Februar 2020. Das schriftliche Steuerberaterexamen ist dann wie immer im Oktober. Das heißt also, hier wäre dann Februar 20 heißt, das ist die mündliche Vorbereitung. Sie würden dann im Oktober 19 das Steuerberaterexamen schreiben, natürlich bestehen. Und dann Anfang 2020 nach der entsprechenden mündlichen Vorbereitung durch den Verband dann eben die mündliche Prüfung ablegen. Die Masterthese ist dann sozusagen danach gelagert. Das heißt also, letztlich kann man sagen, nach diesem vierten Semester ist sozusagen ein Break für die Steuerberaterprüfung. Und wenn Sie dann gerade Ihre Unterlagen in den Schrank geräumt haben und sagen, jetzt bin ich Steuerberaterin, Steuerberater und sich zurücklehnen wollen, dann bekommen Sie einen Hinweis von der Hochschule, dass Ihre Masterthesis noch aussteht. Und die, weil Sie ja gerade natürlich jetzt im Vollbesitz Ihres Engagements sind, die schreiben Sie dann im Wintersemester und sind dann am Ende im Oktober 20 dann sozusagen alles, was Sie im Steuerbereich zumindest erreichen. Und Sie wissen das wie beim Sport, wenn man intensiven Lauf oder irgendwas hinter sich hat, ist es auch nicht gut, wenn man sofort stoppt. Ja, Also genau. insofern ist es gut, so ein ja, abzukühlen mit einer Thesis, sondern sich, dass man, das heißt, sich konzentriert hinzusetzen und sich einem einzelnen Thema mal intensiv zu widmen. Finde ich Also gut. das muss man natürlich immer sagen. Wir stellen das ist der optimale Verlauf. Uns ist allen klar, dass da was passieren kann. Ja? Dass sie irgendwo durchfallen oder auch das Examen natürlich nicht bestehen. Oder, klar, ja? Das ist aber ja in jedem System der Fall. Also insofern kann sich das natürlich alles verschieben, aber das ist ja kein Problem. Das ist halt dann etwas, was in allen anderen Ausbildungsabschnitten auch passieren kann. Ja, das ist im Grunde genommen, danke.
Das ist im Grunde genommen eine Übersicht über das sozusagen, eine schematische Übersicht über den Studienverlauf. Also dieses Rote ist jetzt hier der Hochschulblock, der ist im ersten Semester sozusagen vorgeschaltet. Sie sehen das, also im ersten, zweiten Semester vorgeschaltet. Angewandte BWL, VWL, Wirtschaftsrechnung, Rechnungslegung. Sie sehen also, wir machen da keine Dinge, von denen wir meinen, dass sie vielleicht für den Steuerberateralltag nicht ganz so wesentlich sind. Das sind also Inhalte, die haben wir so ein bisschen entnommen aus einem anderen Studiengang, den wir hatten, der auch mehr noch in die Wirtschaftsprüfungsrichtung ging. Das heißt also, die Kollegen, die das vorbereitet haben, die haben sich da sozusagen auch auf die Themen fokussiert, die BWL- und Wirtschaftsrechtsthemen, die auch im BP-Examen abgeprüft worden sind, sodass das also im Grunde genommen jetzt etwas ist, von dem wir ausgehen, das ist auch für den Berateralltag notwendig. Also Gesellschaftsrecht schon auf hohem Niveau, muss man sagen. Das ist also jetzt, da geht es deutlich über das hinaus, was man im Bachelor-System natürlich macht. Das hat also dann, sagen wir mal, Wirtschaftsprüferniveau, die Dinge, die da angesprochen werden. Das gleiche gilt für die Rechnungslegung, das kann ich auch, das habe ich damals gemacht in dem Studiengang. Das sind also dann schon wirklich komplexe handelsrechtliche IFRS-Themen, die also auch jetzt nicht in einem normalen Studiengang unterrichtet werden können, weil einfach der Hintergrund gar nicht da ist, solche Fragestellungen zu verstehen. Ja, also das ist wichtig, das ist also nicht etwas, was sozusagen durch Copy and Paste aus irgendwelchen anderen Studiengängen genommen worden ist, sondern das ist schon speziell für diesen Beraterbereich geregelt. Dann kommt im, Sie sehen das hier ab dem zweiten Semester, das wäre dann der Mai 18 in dem Fall. Der Mai 18 würden dann im Prinzip der Steuerberaterkurs hier stattfinden. Das können Sie an der Farbe erkennen. Ne? Das ist also didaktisch hier richtig gelungen. Man kann also das Ocker-Orangefarbe ist der Verband und das andere ist die Hochschule. Und da sehen Sie, da haben wir drei Module zusammengestellt. Das war so ein bisschen eine Herausforderung, weil natürlich der Verbandskurs, wie gesagt, durchlaufen soll und der soll jetzt nicht auf unsere Semestereinteilung Rücksicht nehmen, sodass wir also hier im Grunde genommen die drei Prüfungsgebiete aus dem Steuerberaterexamen, die drei Klausuren, die Sie da schreiben müssen, auch als Modulbezeichnung genommen haben, also Ertragssteuern, Buchführung, Bilanzierung und diese Mischklausur, Verfahrensrecht und andere Steuerrechtsgebiete. Das heißt, da haben Sie im Grunde genommen dann auch die Inhalte, die Sie auf die jeweiligen Klausuren im Steuerberaterexamen vorbereiten. Das geht mit jeweils 5 Credits über 3 Semester mit Zwischenklausuren. Das heißt also, die Verbandsdozenten schreiben dann auch oder lassen schreiben, sie müssen ja dann schreiben oder stellen Aufgaben, Klausuren, die im Prinzip als unsere Hochschulklausuren gewertet werden, also Probeklausuren sozusagen, aber die unserem Hochschulanspruch entsprechen. Es können also nicht jedes Semester die gleichen Klausuren sein. Das wäre ja vielleicht für einen Verbandvorbereitungskurs ist das okay, aber natürlich nicht für eine Hochschule. Die kann nicht jedes Semester die gleiche Klausur schreiben. Also hier wird sozusagen dann auch das Hochschulsystem an der Stelle prüfungsmäßig praktisch dem Verbandskurs übergestülpt. Die Inhalte aber, wie gesagt, sind reine Inhalte aus dem Verbandskurs. Hier war eine Frage, sind im Studiengang auch Lehrgänge zur aktuellen Entwicklung integriert? Die kam aus dem Chat eben. Ja, da sind auch Inhalte integriert. Das war uns natürlich auch wichtig, weil wir sind natürlich kein Repetitor, sondern wir müssen natürlich schon, wenn wir ein Masterprogramm auflegen, auch für uns in Anspruch nehmen, dass wir da mehr machen, als im Prinzip reines Klausurwissen abzufragen. Und das wollen wir insbesondere natürlich machen, jetzt von der Methodik her in einem Modul wissenschaftliches Arbeiten, aber vor allen Dingen in diesen Oberseminaren. Und bei den Oberseminaren stellen wir uns das so vor, dass wir entweder neue Entwicklungen aufgreifen, die dann sozusagen in einer größeren Einheit besprochen werden, also beispielsweise jetzt die Einführung der BEPS im Rahmen der internationalen Steuerung oder Rechtsprechungslinien, kann man mal sagen, könnte man mal eine Reihe machen zu verdeckter Gewinnausschüttung, aktuelle Entwicklung bei der VGA oder also irgendetwas, was die Praxis auch betrifft, umwandlungssteuerrechtliche Fragen, Fallstudien, die dann im Grunde hier in Gruppen, Projektarbeiten, in Zusammenarbeit auch mit Praxisvertretern gemacht werden. Also da gehen wir also hin, das war uns wichtig und fassen sozusagen die Inhalte hier, die hier gelehrt werden, die dort examensrelevant gelehrt werden. Die fassen wir hier auf und sagen, okay, also
Was sind da zum Beispiel aktuelle Entwicklungen, die die Diskussion derzeit bestimmen? Also ich kann das vielleicht auch noch für, wenn Sie da vielleicht bitte noch einmal zurückgehen, Herr Professor Jurowski, also auch für den unteren Part, das heißt die Vorbereitung auf diese drei Prüfungsgebiete, die letztendlich ja münden in drei Klausuren, die genau aus diesen Gebieten oder in diesen Gebieten geschrieben werden, drei sechsstündige Klausuren, die es wirklich sehr in sich haben und anschließend auch eine mündliche Prüfung, die auch über sechs Bereiche dann nachher geht. Da können Sie davon ausgehen, dass wir schon aktuelle Bereiche aufnehmen. Für die schriftliche Prüfung haben wir da bestimmte Schnittstellen. Das heißt, da gibt es also rechtliche Regelungen, auf welches Recht man zurückgreifen kann. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Da ist jetzt eine nagelneue politische Entwicklung nicht mit drin. Aber Sie können sicher sein, dass nach der schriftlichen Prüfung im Oktober mit Blick auf die mündliche Prüfung, ich sage mal ab Februar, März, laufen die im Prinzip an. Alle diese Neuerungen hautnah unterrichtet werden, weil man ganz dringend davon ausgehen kann, dass das Inhalt einer mündlichen Prüfung sein wird. Also ich glaube, da geht Hochschule und das, was wir vom Verband mit einbringen als Input, geht dann Hand in Hand. Und wie eben schon angesprochene Masterthesis ist dann sozusagen in dem Zeitraum zwischen dem schriftlichen, dem mündlichen Examen, das wäre dann im Grunde genommen hier im fünften Semester. Das wäre also dann die akademische Abschlussarbeit sozusagen. Das werden Sie kennen, wenn Sie ein grundständiges Studium absolviert haben und dann mit einem Kolloquium abgeschlossen. Das heißt also der ja, Verteidigung Ihrer Thesis, wie man dann mal provokativ fragt, haben Sie denn auch alles. Ich habe vieles nicht verstanden. Erklären Sie mal, was haben Sie da geschrieben? Das ist aber immer dann sozusagen die Kür dann bei der Sache. Ja, und in der Summe haben Sie dann, wie gesagt, 5 Semester mit den 120 Credits und sind dann am Ende dann eben Steuerberaterin und wie ist der Master Feminin. Sie hatten es Darf gerade ich schon gesagt, noch bitte, eine bitte. Frage vielleicht stellen zur Thesis? Also ich kann mir vorstellen, das wäre wirklich eine Frage, dass auch die Thesis nicht irgendwie vom Elfenbeinturm Nein. akademischer Art kommt, sondern möglicherweise auch intensiv mit den praktischen Aufgaben verwoben ist. Also wir selber in unserer Kanzlei haben auch mit Blick auf einen solchen jungen Herrn, der dann auch eine Bachelor-Ausbildung gemacht hat, anschließend sozusagen in die Steuerberatervorbereitung ging. Ich gehe mal zurück auf die Thesis der Bachelorarbeit oder damals war es noch ein Diplom. Damals gab es gerade eine Neuerung, komplett neues Erbschaftssteuerrecht. Und dann wurde das zwischen unserer praktischen Tätigkeit und auch den Interessen des Lehrstuhls abgestimmt, ein Thema zu finden, was hochaktuell war, aber auch einen ganz starken Praxisbezug hat. Stellen Sie sich das auch so vor, Das Herr Professor auf jeden Fall, das Jurowski? machen wir jetzt schon. Wir sind also immer gerne interessiert auch an Themen, die aus der Themenstellung, die aus der Praxis kommen. Wir haben ja gerade durch die vielen Lehrbeauftragten bei uns auch immer einen regen Austausch mit der Steuerberatungspraxis auch. Und gerade die Lehrbeauftragten regen da oft auch Themen an, die dann von uns mitbetreut werden, die also auch einen praktischen Hintergrund haben. Was ja gut ist, dass Ihre Professor und Professorin ja selber Kollegen sind in eigener Praxis, die auch wissen, was draußen gespielt wird und welche Notwendigkeiten gegeben sind. Das ist das Besondere, ja, Besondere an den Fachhochschulen auf jeden Finde ich Fall. auch. Das ist so. Ja, zum Steuerberaterlehrgang selber hatten Sie eben schon gesagt. Das heißt, da ist natürlich, das ist eben das Besondere, da ist der Fokus halt nicht, ich sage das mal ein bisschen ketzerisch, also da geht es natürlich nicht darum, die Teilnehmer dieses Steuerberaterlehrgangs zu besonders guten Steuerberatern zu machen. Sondern es geht darum, natürlich die Leute durchs Examen zu bringen. Das ist ja der Fokus. Das kann man sagen, das entspricht sich aber. Wer ein gutes Examen macht, ist ein guter Steuerberater. Was also noch zu beweisen wäre. Aber wir haben uns also bewusst in diesen ganzen Bereich mit der Hochschule nicht eingemischt. Ja, man hätte ja sagen können, gut, wir möchten aber auch irgendwie eine Körperschaftsteuer machen, können wir auch. Ist aber, glaube ich, nicht gewollt. Ja, also wir haben schon, sagen wir mal, wir sehen schon den Fokus der Teilnehmer, wir sehen, was der Markt fordert. Und der Markt fordert halt im Prinzip hier eine unmittelbare Steuerberaterausbildung. Dabei wollen wir es nicht belassen, ja, sondern wir bauen ja sozusagen drunter diese Module, die der Verband nicht macht, weil es nicht examensrelevant ist. Und wir bauen halt diese Oberseminare, um da im Grunde genommen so ein bisschen den
den ganzheitlichen Aspekt, wenn man so will. Also wenn ich das vielleicht auch noch mal ein bisschen ergänzen darf. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man ein sehr angesehenes Universitätsdiplom, bei mir war es das Kölner Examen, gemacht hat, auf hohem akademischen Niveau gemacht hat. Und wenn man dann in die Vorbereitung auf die Steuerberaterexamen, auf das Steuerberaterexamen ging, konnte man einen Großteil der akademischen Ansätze verdrängen, an die Seite legen, nicht ganz vergessen, natürlich nicht. Aber worum geht's? Das Steuerberaterexamen ist ein Staatsexamen, so ähnlich wie das juristische Staatsexamen. Und in dem Staatsexamen ist an sich der Einfluss der Verwaltung, das heißt der Finanzverwaltung, sehr, sehr stark. Das heißt, es ist relativ stark juristisch, das heißt steuerrechtlich ausgerichtet, während wir natürlich hier auch über Betriebswirtschaftslehre sprechen. Das heißt, als Steuerberater sind Sie, vielleicht ein anderes Wort, ein richtig hochqualifizierter Hausarzt in allen finanziellen und wirtschaftlichen Fragen Ihres Unternehmens, wo zugegebenermaßen manchmal der steuerrechtliche Bereich ja nur ein Problembereich ist. Aber Sie müssen sich mit Organisation, mit Personalwesen auskennen, mit Kalkulationen, wie Preise entstehen und so weiter und so weiter. Und deshalb muss man aufpassen, ist das, was aber hier passiert, im Vergleich zu vielleicht Ihrem und meinem Werdegang sogar sehr, sehr gut, weil wir beides miteinander verkoppeln. Man macht nicht das eine, wird fertig und macht parallel was anderes mit einem etwas anderen Zungenschlag, sondern hier werden die Dinge zusammengebracht und auch die Damen und Herren, die wir jetzt sagen wir mal, von unserer Seite, die bei uns jetzt als Repetitoren in den Vorbereitungslehrgängen arbeiten und die dann hier auch mitwirken an diesem Masterexamen als im Lehrkörper, sind auch wieder Praktiker. Das heißt also, auch da gibt es wieder so einen Schluss, da geht der Kreis wieder zusammen. Vollkommen richtig. Das soll auch nicht despektierlich klingen. Also wir sind ja beide auch Berufsangehörige, haben uns beide durch das Examen gequält. Und wir sind uns alle einig, dass das natürlich ein hohes fachliches Niveau ist, das Steuerberaterexamen. Aber und die Repetitoren, die darauf hinarbeiten, die verstehen natürlich ihr Fach. Aber da geht es halt nicht darum, jetzt, ich weiß nicht, die VGA in Europa zu vergleichen oder mal Querschnittsthemen zu machen, weil die halt einfach nicht examensrelevant sind. Das ist aber für uns wichtig, dass wir das auch machen und deswegen eben diese Anreicherung durch die Oberseminare, insbesondere im Steuerbereich. Ja, die Zeiten, an denen wir Sie dann hier gerne begrüßen möchten, sehen Sie hier. Das heißt also auch da wieder sehr übersichtlich die Farben. Also es gibt also bei den reinen Hochschultagen, da wo Sie also dann die Hochschulveranstaltungen sich anhören dürfen. Das sind Freitag, es geht Freitag und Samstags um 9 bis 16:30 Uhr, natürlich mit entsprechender Kaffee- und Mittagspause. Der Steuerberater, der Teilzeitlehrgang des Verbandes, findet auch im Verbandshaus statt. Also die Hochschulveranstaltungen finden hier statt und die Verbandsveranstaltung, das ist zumindest geplant, wird ja auch so sein, auf der Grafenberger Allee. Und es gibt wenige Tage, wirklich wenige Tage, bei denen wir im Grunde genommen Sie sowohl hier begrüßen können, als auch der Verband dann auf der Grafenberger Allee. Das sind aber, ich weiß nicht, vielleicht nicht mal 5% der Tage. Das ging anders nicht. Aber Sie haben ansonsten im Prinzip einen festen Anlaufpunkt, wo Sie hin müssen und können das eben im Semesterplan, das ganze Semester im Vorhinein schon planen. Sie sehen, der Samstag ist natürlich weg nicht, aber das wissen Sie ohnehin. Also der Vorbereitungskurs das ist halt eine Zeit, die ist nicht einfach, aber gut, Sie wollen das so. Es gibt am Ende Leute, denen fehlt der Samstag Ja. in der entsprechenden Ausbildung sogar. Ja, so ist so. Ja, also Vorteil auf einen Blick. Wir haben vieles angesprochen. Ich denke, wir haben da ein relativ gutes Produkt, was sozusagen verschiedene Dinge zusammenfasst. Die Steuerberater haben sich noch nicht dazu entschließen können, irgendwie Hochschulklausuren auch aufs Steuerberaterexamen anzurechnen. Die Wirtschaftsprüfer machen das ja schon. Ob das nun sinnvoll ist, kann man lange überstreiten. Das wäre natürlich für uns nochmal eine Option, wenn das mal käme. Aber das ist immer wieder, seit 20 Jahren wird das diskutiert. Also wir leben noch in diesem System, dass sozusagen das Staatsexamen eben nicht von Hochschulseite bedient werden darf mit Klausuren. Aber wir haben damit im Grunde genommen sozusagen ja mehrere Fliegen, denken wir, mit einer
Klappe geschlagen, kleine Lerngruppen, das ist selbstverständlich. Also es werden nicht mehr als die sein, zumindest bei den Hochschulveranstaltungen hier, die jetzt hier sitzen, rechnen 15, 20 Teilnehmer maximal. Der Verbandskurs ist natürlich größer, aber auch da ist ja im Grunde genommen angenehmes Arbeiten bei den schönen Räumen da auch möglich. Ja, jetzt fragen Sie sich, ist das alles umsonst? Ja, sowieso nicht, aber ist das alles kostenlos? Nein, das ist nicht kostenlos. Das verursacht Studienentgelte, wie das, glaube ich, jetzt richtigerweise heißt. Wir haben jetzt momentan geplant mit einem Gesamtbetrag von 12.000 Euro, aber inklusive dem Verbandslehrgang. Der ist also mit da drin. Ich weiß gar nicht, was Ja, der. der würde Wollen Sie ungefähr Kalkulation offen? 4.500 Okay. Euro kosten, kann man nachlesen. Okay. Und ja, ich denke, dass das schon ein gutes Drittel ausmacht. Der Rest ist im Grunde, dann sind die Veranstaltungen der Hochschule und die Betreuung der Masterthesis. Das ist also ein konsekutives Modell, das läuft außerhalb des gesamten Deputats, also wird betreut auch vom Weiterbildungsreferat dieser Hochschule. Das heißt, es ist ein eigenes Produkt, was zwar formell vom Fachbereich unterstützt und gehalten wird, was aber im Grunde genommen hochschulseitig ebenso auch dann dargestellt wird. Der Teilzeitvorbereitungskurs ist enthalten. Ich brauche Ihnen als Steuerexperten natürlich nicht zu erklären, dass Sie die 12.000 Euro hier als Werbungskosten oder als Betriebsausgaben, je nachdem, was Sie dann da machen, abziehen können. Üblicherweise wirkt man sich auch mit dem Arbeitgeber auf Das ist eine, das. ja, wie auch immer geartet, Unterstützung einigen. Ja, also die meisten Arbeitgeber zahlen ja auch dann den Kurs sowieso und möchten Sie aber gerne bitten, vielleicht 2, 3 Jahre im Unternehmen zu bleiben, sonst müssen Sie vielleicht einen Teil zurückzahlen. Und was wir so hören, ist das hier sicherlich auch ein Modell, dass Sie mit dem Arbeitgeber sprechen, ihn überzeugen von Ihrer Qualität und ihm dann sozusagen die Zusage abbringen, dass er Sie mit einem wie auch immer gearteten Betrag, ob ganz oder teilweise, unterstützt. Es mag auch vielleicht einen Arbeitgeber geben, der eine junge Dame, einen jungen Herrn überzeugt, das denn dann zu tun und das anbietet als ja, Ja, sozusagen Incentive, ja, das mit zu ja. übernehmen. Also die Lösung gibt es. Also wir persönlich machen auch ähnliche Modelle an anderer Stelle. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ich will unbedingt das machen, was wären jetzt die nächsten Schritte? Sie sehen also im Grunde genommen, Start des Studiums ist im Grunde genommen hier hinten. Zum Beginn des Wintersemesters 17, 18. Der Vorlesungsbeginn ist Ende September. Wir sind hier vorne irgendwo. Die Bewerbungsfrist endet am 15.07., beginnt am 1.05., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vom 1.05. bis zum 15.07. können Sie sich dort bewerben. Dann gibt es ein Zulassungs- und Auswahlverfahren. Und es wird dann im Sommer auch noch die Akkreditierung dieses Studiengangs stattfinden. Wir haben die Unterlagen Anfang Januar eingereicht. Die Begehung wird irgendwann im Sommer sein. Das wird dann im Grunde genommen vor Abschluss des, vor Beginn des Studiums absolviert sein. Also momentan ist der Studiengang noch nicht akkreditiert, ist noch in der Akkreditierungsphase. Und der Beginn wäre dann im Grunde genommen zum Wintersemester 17, 18. Der Kurs, der Steuerberaterkurs, würde dann im Mai 18 beginnen. Die Anmeldung, das ist, müssen wir nochmal im Detail besprechen. Die Anmeldung lief dann vermutlich dann auch über den Verband. Wir haben das in dem Bachelor-System auch so gemacht, dass wir also sozusagen die Daten dann natürlich unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen austauschen, dass also da keiner durchs Raster fällt und Sie sicher sein können, dass Sie, wenn Sie sich hier einschreiben, das muss natürlich für Sie gesichert sein, wenn Sie sich hier einschreiben, dass Sie nicht im Mai 18 am Verbandskurs nicht teilnehmen können, weil der voll ist. Das ist natürlich, sagen wir mal, berücksichtigt, dass Sie dann da diesen Kurs auch machen können, weil der natürlich auch für uns ja integraler Bestandteil des Studiums ist. Wir können ja nicht einen Kurs von einem anderen Anbieter anrechnen, sondern es muss ja jetzt muss auch der Verbandskurs sein. Ja, das wäre mit einem Blick auf den schönen neuen Campus, allerdings im Sommer, wie Sie sehen. Ja, im Sommer ist es noch schöner hier, da sind auch die Bäume grün. Das ist das Gebäude 3, in dem Sie sich hier auch befinden. Also wir sind stolz darauf. Das kann man auch, glaube ich, auch. Das ist alles schön, Und hell, ich kann Sie nur aufgenommen. beglückwünschen. Ich hätte Ja, es mir damals gewünscht, genau. Also es so ist schöne Räume zu alles haben. schön geworden. Ja, das waren so die
Informationen, die wir Ihnen mitgeben wollen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, obwohl es draußen schon dunkel geworden ist. Auch bei Ihnen, Herr Fiedmeier, vielen Nein, Dank. ich bedanke mich bei Ihnen und dass wir uns so einbringen dürfen. Wir bedanken uns natürlich im Namen der Steuerberater auch bei Ihnen. Ja, wenn Sie weitergehende Fragen haben, wir können das gleich gerne auch noch im individuellen Gespräch machen oder eben Sie nutzen die Informationsangebote des Verbandes oder der Hochschule. Sie können da gerne anrufen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der entsprechenden Seite. Und ja, ich hoffe mal, dass wir viele von Ihnen hier wiedersehen werden am 22.09.2017. Dankeschön. Dankeschön.